Hallo und herzlich willkommen zurück. Warum ich immer zurück sage, ich sage einfach mal Hallo zurück auf unserem Kanal und bei meinem neuen Let's Play, der den Namen trägt Mittelerde, Mordors Schatten. Ich habe jetzt ein bisschen länger gewartet, eigentlich hatte ich schon eine Aufnahme gestartet, aber dann ist mir aufgefallen, huch, ich kann immer noch nicht spielen, weil es immer noch nicht richtig installiert war. Wir spielen das Ganze natürlich auf unserer Xbox One, damit die ein bisschen mal gefordert wieder wird. Und ich danke erstmal cool ab für das Spiel. Und ja, gar nicht lange schnacken, ich will endlich mal in das Spiel rein, deswegen drücke ich mal A. Und ja, das habe ich schon alles gesehen. Wir können hier ja spielen, WB, Warner Brothers Play, Xbox Store, Hilfeoptionen, habe ich schon alles eingestellt. Das Profil können wir auch wechseln, machen wir natürlich nicht. Hier haben wir Story-Modus, Kriegsproben und Skin wechseln. Das kann man natürlich noch nie machen, weil das ist noch nie gedownloadet. Aber natürlich geht es jetzt erstmal in den Story-Modus. Und ich bin jetzt, bestimmt muss ich wieder ruhig sein. Es lädt noch. Es lädt immer noch. Ich hoffe mal, es gibt keine Probleme, da das Ding noch nicht gedownloadet ist, aber ich trotzdem schon spielen kann. Ja, einfach mal überraschen lassen, was da so jetzt auf uns zukommt. Im Lande Mordor, wo die Schatten drohen. Hier geschah es an den Hängen des Schicksalsberges, dass der dunkle Herrscher Sauron von einem Bündnis aus Elben und Menschen besiegt wurde. Hier geschah es auch, dass die Waldläufer Gondors 2500 Jahre Wache standen. Wache gegen ein namenloses Übel, das sie bereits vergessen hatten. Und als die Stärke Gondors verblasste, erwachte die Macht Saurons in der Dunkelheit. Er ist nach Mordor zurückgekehrt. Schatten und Flammen halten das schwarze Tor umschlungen. Und kein Sterblicher kann sich ihnen widersetzen. Iorek! Das war ein perfekter Schlag, um ein Huhn zu töten. Ich will dir nur nicht wehtun. Du musst dich schon mehr anstrengen. Dir, Hael, der mächtige Hühnerschreck. Komm schon. Komm schon. Zeig mir, was du drauf hast. Huh? Oh, Tutorial. Das Ganze basiert auf Härter, also im Härter-Ringe-Universum, ist aber mehr so auf... ist aber so im Assassin's Creed Style gehalten, also das ganze Klettern, Kontern, Schlagen, ist schon alles irgendwie... Pariere, mein Sohn. Vergiss nicht zu blocken. Vielleicht solltest du nicht vergessen zu schlagen. Bleib wachsam, dir Hale. Dein Feind ist nicht immer, was er zu sagen hat. Auch das Kontern wieder hier so, ist recht gleich. Aber ich hab schon Gänsehaut, wenn ich dann immer so die... Hab mich unter nächstes spoilern lassen und hatte RT gedrückt plus Tippe X, um eine Bodenhinrichtung auszuführen. Okay, tu mal das doch. Oh, das ist geil, das. A ist Sprinten, RB ist während du sprintest vom Urukai in der Nähe anzugreifen. Piss dich, du scheiß Urukai. Urukai? Ja, sie hießen Urukai. Ich bin ein Herr der Ringe-Fan, aber manchmal muss ich trotzdem überlegen.
wie die Dinger nochmal hießen. Aber sie hießen Urukai. Und Hinrichtung. Regnet ganz schön. Ja, B greifen und werfen. Ah. Aha. Oh, au, das hat weh. Weg mit dir. Komm, verpiss dich. Nee, oh noch. Aua. Kann ich den nicht hinrichten? Wieso kann ich den gerade nicht? Was ist denn jetzt? Was habe ich jetzt getan? Er liegt komisch da. Diese Orks sind wilder als alle, die wir jemals sahen. Das sind keine Orks, das sind Uruks. Sie sind gefährlich und es sind zu viele. Geh zu deiner Mutter. Geh zu deiner Mutter und beschütze sie. Ich bin direkt hinter dir. Geh. Der Tod hat dich verstoßen. Lernen wir erstmal die ganze Vorgeschichte kennen, wie jetzt die Familie gestorben ist und wer die Frau war, wer sein Sohn war. Und jetzt küssen wir sie. Ganz hinterlistig von hinten. Die sind wunderschön. Wo hast du die her? Ich habe da noch ein paar Freunde in Gondor. Hast du meinen Vater gesprochen? Das habe ich. Und es hat sich nichts geändert. Er ist nach wie vor stur. Lass uns dennoch fortgehen. Dir, Hael, wird das nicht gefallen. Es muss ein besseres Leben geben als dieses. Jetzt nicht. Aber bald. Ich habe es so satt, mich hier zu verstecken, Talion. Wenn wir uns nicht verstecken, sind wir beide tot. Komm mit. Oh, Sneaky, und noch durchgehen. Bleib hier. Ich bahne uns einen Weg. Sie sind in der Überzahl. Schleichen ist meine einzige Hoffnung. Dieses Gesneake ist immer bei mir ein bisschen problematisch. Weil ich bin nicht so der Sneak-Mensch, wie man beim Assassin's Creed-Dingens gesehen hatte. Denn ich tu mehr gern drauf losstürmen und metzel alles nieder, aber was hier ist halt doch ein bisschen wichtiger. Steck dein Schwert weg, Waldläufer. Die schwarze Hand will ihn lebendig. Nimm sie mit. Also ich war schon bewusstlos, nachdem der mir auf den Rücken geklappt hatte. Du
Glaubst du mir jetzt, Waldläufer? Was ist mit mir geschehen? Der Tod hat dich verstoßen. Hilflos treibst du zwischen dem Licht und der Dunkelheit. Ein Fluch verbindet uns im Innern der Männer. Falls du die Wahrheit sagst, wie können wir diesen Fluch brechen? Wir finden den, der uns verflucht hat. Die schwarze Hand Saurons. Mittelerde, Mordor, Schatten. Alter, ich krieg da schon ein Tröpfchen in die Hose. Aber Tröpfchen lass mal drin. Das kommt mir bekannt vor. Ich muss sagen, bis jetzt muss ich ja noch nie so richtig. Also so viel muss ich bis jetzt noch gar nicht so reden. Da kam ganz schön viel Zwischensequenzen. Das ist natürlich ein bisschen anstrengend, wird das alles meine Stimme rauszuschnibbeln. Aber natürlich mache ich dafür ich das gerne. Und natürlich mache ich auch als erste Folge schöne längere. Wir ja auch noch ein bisschen was von dem Spiel haben und die jetzt schon sagen, nach 15 Minuten kommt Schluss. Anders, wenn ich mir das anschaue. Ich habe eine Schnellreise freigeschaltet. Ja, das ist wie bei Assassin's Creed. So ähnlich. Die schaltet neue Aufträge und Sammelstücke auf der Karte frei und du hältst zusätzlich auch Mirian. Ja, das kommt mir auch bekannt vor. Also haben wir schon ganz schön ein bisschen abgekupfert. Halte A gedrückt und bewege dich nach vorne, um von dem Vorsprung zu springen. Okay. Hui! Boah, das passt. Hab ich wirklich daran. Den Fehler kann ich beheben. Das kannst du in die BM. Zack. Du sollst für deine Taten leiden. Du gehst. Aua. Erstmal Geistbetäubung hier. Das sieht schon irgendwie geil aus, wenn der dann immer schneller wird. Boah, Alter, das gefällt mir. Halte B in der Nähe eines Fässer. Okay, dann probieren wir das doch einfach mal bei B. Wenn wir dürfen. Okay. Wie es aussieht, gehört er jetzt zu uns. Hab ich schon ein bisschen vor und für mich. Ich hab nie alles gemacht, aber.
und A. Was machen? Achso, Informationen sammeln. Oh, da werden wir wohl ein Gimup mal halt besuchen gehen. Und wenn du deine Feinde verhörst, erfährst du wertvolle Informationen über diese Hauptmänner. Drücke A, um die Identität des Hauptmanns zu erlernen. Gimup, der Sklaventreiber. Du hast Gimups Identität erfahren. Dies wird dabei helfen, ihn zu finden. Sein Titel, der Sklaventreiber, verrät dir etwas über seine Position in der Gesellschaft der Uruks. Und keine Urukai. Da war ich ein bisschen auf dem Holzweg. Weil ich nicht wusste, dass es noch eine Rasse gibt. Aber wir drücken natürlich A, um fortzufahren. Zudem hast du seinen Machtrang erfahren. Dieser verleiht dir einen Eindruck darüber, wie schwierig es sein wird, ihn zu besiegen. Der Machtrang bestimmt ebenfalls die Belohnung, die du für den Sieg erhältst. Belohnungen enthalten Runen, um deine Waffen aufzuwerten und erhöhen deine eigene Macht, wodurch du neue Fähigkeiten freischalten kannst. Drücke A, um fortzufahren. Der Ziehmark auf der Karte zeigt dir an, wo du diesen Hauptmann finden kannst. Drück A, um dein Ziel zu markieren. A. Ich glaube, wir gehen mal Gimup besuchen. Ach, hat er jetzt Angst vor uns? Dann soll das unser Ziel sein. Sklaventreiber, das klingt ja schon mal. Trauen kann. Es geht nicht um seine Worte. Seine Gedanken sind es, die nicht lügen. Also kann man nur schon, da merkt man wieder gleich, wisse, Mittelerde, Sklaven, Uruks, Orks, obwohl hier mehr Uruks, ja. Goldene Symbole setzen die Haupthandlungen fort, rote Symbole zeigen Machtkämpfe an, bei denen Uruks einander bekämpfen, um ihr Ansehen zu steigern, Belohnung, Macht, um neue Fähigkeitsstufen freizuschalten. Weiße Symbole repräsentieren Nebenmissionen und Sammlerstücke, Belohnung, Mirian, um Verbesserung zu kaufen. Hier stehen zwei Hauptaufträge zur Verfügung, der Sklaventreiber oder der Geist von Mordor. Ich würde eher zum Sklaventreiber gehen, der da hinten ist und hier ist eine ekelhafte große Spinne. Nichts ergibt mehr Sinn. Kann ich die töten? Es hat sich nichts geändert. So wird es ewig bleiben. Ich darf die nicht töten. Zukunft und Vergangenheit sind durch Dunkelheit verbunden. Was gibt's denn nicht, wieso ich hier bin? Und ich erinnere mich nicht. Lass uns den Sklaventreiber suchen. Das schaut aus wie einfach nur hochklettern. Aha. Na komm, geh mal hier runter. Zack. Muss ich das jetzt. Achso, Gott, ich muss die B. Achso, halte B gedrückt, die fallen zu lassen. Die Streitmächte sind in Bewegung. Ich habe sie letzte Nacht marschieren hören. Oh, Sinnevoll. Ich werde dich über alle dunklen Berge Merkermeister. Das aussieht, ist ja ein bisschen schwer. Zack, 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 zack. Einführung, Achtsamkeit. Das Symbol über dem Kopf eines Orks zeigt seine Achtsamkeit an. Okay, das können wir. Verdammt. Komm, weg, weg. Zack, zack. Alter, jetzt wird's ein bisschen. Ich musste ausgerechnet in so ein Ding reinkommen. Bam, bam, weg. Ne, doch noch nicht ganz. Komm, jetzt. Ja, du dämlicher Affe. Zack, 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 zack. Aua, verdammt. Warum mach ich das eigentlich schon hier gegen den? Fast Niederlagen. Das hätte ich mir fast jetzt vorgestellt. Piss dich. Ich werde ihn töten. Aua. Alter, 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 Alter.
Bewege das Symbol mit L in den Kreis hinein und drücke dann die angezeigten Tasten, um ein Konto auszuführen. So schwer. Okay, das war einfach. Ich hätte mir das jetzt wieder vorgestellt. Was denn? Oh oh. Das wird ein bisschen schwer gerade. Komm jetzt. Fick dich. Ah, jetzt geht das wieder los. B, scheiße. Nein, da war unser erster Tod. Ja. Halt die Klappe. Ich wusste nicht. Hat dich getötet. Jetzt hat er mehr Macht erlangt. Das ist. Und er hat überlebt. Und hat nur Macht mehr. Mehr Macht erlangt. Scheiße. Zum Spiel zurückkehren. Ich finde dich. Lass mal als Ziel markieren. Den töte ich. Auf jeden Fall töte ich ihn. Was sind diese Türme aus Silber? Sie sind Lichter, die uns im Land der Schatten führen werden. Dort, wo alle anderen Lichter versagen. Es sind Reflexionen des Lichts der beiden Bomben. Hab eine Fähigkeit freigeschaltet. Sammle XP, um deine Fähigkeitspunkte zu erhalten und mächtige neue Fähigkeiten freizuschalten. Löse Machtkämpfe aus, um schnell an Macht zu gewinnen und neue Fähigkeitsstufen freizuschalten. Okay. Was hummert nun uns? Hinrichtung, drücke Y und B, wenn deine Treffersende aufgeladen ist, um deine Gegner hinzurichten. Gekonterte Gegner stolpern rückwärts, werden betäubt oder fallen zu Boden. Das klingt doch ganz gut. Das tun wir mal aufleveln. Zack. Okay, das hätte ich ja. Okay, ja, das ist egal. Saurons Armee, Waffen und Truhen, Verbesserung, Appendizes. Ich weiß nicht, was das ist, aber egal. Und Erinnerungen an ein verschwundenes Königreich. Erzähl uns doch nochmal, wie du diesen Waldläufer getötet hast. Halt endlich die Klappe. Den Spaß gönn ich dir nicht. Wenn du ihn getötet hast, wie hat er dann erst gestern einen Haufen Uruks getötet? Weil er ein Geist ist. Du tötest. Zack, wenigstens den noch mitnehmen, wenn ich ihn nicht gleich abkacke. Zack, 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 zack. Aua, verdammt. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Aua. Und jetzt her, hier. Piss dich. Das sind gar nicht so einfach, ey. Weg mit dir. Geht doch. Waren das jetzt alle? Für das eigentliche ist das jetzt eigentlich automatisch? Den nächsten, den ich sehe, werde ich zureiten. Hui. Da ist einer. Halte mich für verrückt. Aber ich habe schon wieder diese seltsamen Geräusche gehört. Wir haben sie auch gehört. Die Sklaven machen sich schon in die Hosen. Ich mag das auch nicht. Zack, und jetzt so noch der Fette. Mensch, das läuft ja doch ganz gut mit dem. Natürlich bin ich auf der falschen Seite, weil ich jetzt erst merke, ach, dort ist das die Markierung. Gut zu wissen. Erste Mal voll dran vorbeirennen. Aber bis jetzt gefällt es mir, ehrlich. Auch das mit den Machtpunkten zwischen den Orks, die dann aufgeteilt werden, wenn sie mich töten werden. Ich höre sie von rechts. Da vorne ist einer. Der guckt mich voll an. Da sind auch noch ein paar. Da ist irgendwas Großes, den ich haben will. Wo ich nicht weiß, wo der steht. Nö. Und zack. Und zack. Zack. Alter, dich töte ich. Sehr trickreich. Ich dachte, du wärst ja. Nee. Ganz sicher bin ich nicht tot.
Fick dich, du dämlicher Spaten. Komm jetzt her. Au, fuck. Heißt er, der drückt doppelt. Ah. Und gekontert. So, diesmal läuft das ein wenig besser. Fuck, der macht doch zweimal. Vergesse ich jedes Mal. Nein! Ich bin wieder gestorben. Verdammte Scheiße. Ich bin irgendwie ein bisschen zu voreilig. Jetzt will ich den unbedingt töten. Hat der noch einen Machtpack? Ach nee, das war der da hinten. Ich will den dort vorne eigentlich haben. Ich will den hier. Den will ich haben. Okay, ich will eigentlich Peter haben. Ach, Pitti. Wer bist du, Geist? Was willst du von mir? Ich habe einen Namen, doch ich erinnere mich nicht an ihn. Die schwarze Hand rief mich von jenseits des Lichts und ich folgte dem Ruf. So. Danke. Wir haben jetzt noch die zwei Klappspaten hier. Kann ich das noch irgendwie benutzen? Hey, cool, ich kann ja. Kann ich das Ding hier benutzen? Nö. Gut. Die sind vor mir. Oben. Keine Ahnung. Ich gehe einfach mal runter. Und hoffe einfach mal das Beste. Leih mir doch bitte deine Waldläufer! Du scheinst verwirrt zu sein, Tark. Wann immer du mich angreifst, stirbst du. Was? Genug der Rauferei, ihr Lausen. Jetzt kommt doch der Kerkermeister wieder. Oh, jetzt wird's spannend. Zack, 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 zack. Nein, 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 diesmal nicht. Fick dich, du dämlicher Kackding hier. Nochmal, nochmal, nochmal. Ah, nee, doch nicht. Zack, 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 zack. Du, Alter. Geh doch weg. Ich will erst mal ihn töten. Komm her. Zack. Oh, Alter. Jetzt läuft's, jetzt läuft's. Na, nochmal, nochmal. Zack, 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 zack. Wie fuck. Nein, Xbox ausblenden. Xbox ausblenden. Das war knapp, da geht. Das war fies. Jetzt bin ich raus. Ein wenig. Zack, weg mit dir. Nochmal, nochmal und nochmal. Paar Wochen weg. Hihi. Dein Tod ist der Preis für jeden deiner Sklaven. Geh fort. Ja, macht plus 12. Das ist schön. Mach dich bereit. Und, komm mal. Zack, 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 zack. Zeit. Oh, Alter, jetzt kommt der hier. Geh endlich down. So, nochmal das. Jawohl, erste Mal für ein enthauptet. Geil. Und was mache ich jetzt? Achso, aufsammeln. Pfeilhagel, Stufe 6. Und du wirst auch nochmal aufgesammelt. Mal sehen, was ich da krieg. Unlösbare Bande, Stufe 13. Cool.
Das ist geil, das ist geil, das ist geil. Irgendwas haben wir hier. Ja, Runen leer verfügbar. Ah, hier kannst du deine Runen. Pfeilhagelstufe 6. Chance von 6% beim Angriff mit dem Bogen ein Elbengeschoss zu erhalten. Stellt nach der erfolgreichen Einsetzung der Fähigkeit Festnageln 64% Fokus wieder her. Nö, ich nehme das. Kann ja nicht schaden. Oh, warte mal, da war noch was. Fähigkeiten können wir ja auch noch machen. Kann man das ja auch noch mal? Oder? Ne, das haben wir schon. Achso, das was leuchtet ist schon explodieren lassen. Nee. Elbengleiches Geschick. Stimme deine Ladung genau ab. A drücken, wenn du dich über ein Hindernis schwingst, um einen vorübergehenden Geschwindigkeitsboost. Okay, das können wir machen. Das klingt cool. Ja, nehmen wir. Okay, das finde ich schon mal. Aber ich drücke dort nochmal Start und bedanke mich natürlich für das Zuschauen der heutigen Folge. Also mir hat es sehr Spaß gemacht. Ich werde dann, glaube ich, weiter aufnehmen, aber die erste Folge ist erstmal vorbei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüss!